Frau Uca, wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie bei uns sind. Was bezwingt Präsident Erdogan mit seinem ständigen Angriff gegen die HDP? Und inwieweit ist die Demokratie in Gefahr in der Türkei? Wir haben auch in den letzten Tagen die Verlassung der Istanbul-Konvention gesehen. Was ist eigentlich los? Die Türkei mit der Politik von Erdogan bewegt sich in ein autoritäres System. Ein System, wo alle Grundrechte, Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Übergriffe auf die Demokratie, auf Rechtsstaatlichkeit. Hier sind Akademiker, Politiker, Bürgermeister, Parteivorsitzende. Alle, die sich gegen die Politik von Erdogan aussprechen, werden hier festgenommen und ins Gefängnis geschickt. Alle Beschlüsse, die jetzt gegeben werden, sollen von dem Palast Erdogan unterstützt werden und das Sagen haben. Genauso wie das Dekret von Istanbul-Konvention. Über Nacht, nicht das Parlament hat beschlossen, über Nacht entscheidet Erdogan, dass die Türkei sich vom Istanbuler Konvention zurückzieht. Und das ist, glaube ich, ein großer Skandal. In diesem Land, alle, die sich gegen Erdogan einsetzen, werden angegriffen. Und deswegen bewegt sich die Türkei in ein System, was gegen die Rechte und die Demokratisierung angeht. Gibt es tatsächlich eine Gefahr, dass die HDP in einigen Wochen verboten wird? Ein Antrag ist ja eingereicht worden. Letzte Woche ist mein Kollege Ömer Faruk Gergelioğlu sein Mandat ist entzogen worden im Parlament. Der war im Parlament, hat dort eine Mahnwache gemacht. Der ist morgens im Pyjama und Hausschuhen festgenommen worden, aus dem Parlament rausgebracht worden. Innerhalb von 10 Tagen muss er ins Gefängnis. Gegen alle HDP-Abgeordneten läuft ein Verfahren, Anträge auf Aufhebung der Immunitäten. 59 HDP-Abgeordnete haben fast 1000 Anträge auf Aufhebung der Immunitäten. Wir rechnen damit, dass die HDP verboten wird, aber auch nicht nur die HDP verboten wird. Die fordern auch gegen fast 700 Politiker und Abgeordnete ein Parteiverbot. Das bedeutet, nicht nur die HDP-Partei wird verboten, sondern auch fast 700 Funktionäre, Parteivorsitzende, Abgeordnete können keine Politik machen für 5 Jahre. Wir werden die Türkei nicht Erdogan alleine überlassen. Wir werden nicht zulassen, dass Erdogan sein autoritäres System hier aufbaut. Wie Sie das beschreiben jetzt, verstehe ich, dass die Justiz in der Türkei nicht selbstständig agiert. Erdogan gibt die Befehle, oder besser gesagt Bahçeli, der Mitkooperationspartner im Parlament, die rechte Fraktion, er gibt immer wieder die Anweisungen. Erdogan trifft sich mit den Justizbehörden oder gibt dann den Befehl. Und dieser Befehl läuft. Wäre die Justiz frei, dann wären nicht Tausende von Menschen alleine wegen einem Beitrag bei Twitter oder beim sozialen Forum irgendwie etwas getwittert haben, dass die angeklagt werden oder ins Gefängnis kommen. Das bedeutet, in der nächsten Zeit haben wir nicht nur ein Verbotsverfahren, wir haben auch die Situation, womit wir rechnen müssen, dass viele HDP-Abgeordnete festgenommen werden. Herr Gergelioğlu wurde vor einigen Tagen verhaftet, Herr Demirtas wurde gestern verurteilt. Befürchten Sie jetzt persönlich jeden Moment, dass Sie die Nächste sein könnten? Wir sind alle davon betroffen, wir haben alle Verfahren. Ich habe 59 Anträge im türkischen Parlament auf Aufhebung der Immunitäten. Das ist alles die Aktivitäten, die ich gemacht habe. Am 8. April habe ich eine Gerichtsverhandlung. Da wird für mich 15 Jahre Haft gefordert. 6 Reden, die ich gehalten habe. Wozu? Was war das? Propaganda habe ich gemacht. Ich habe nur Propaganda gemacht. Ich habe Presseerklärungen abgegeben. Ich habe meine Meinung gesagt. In 6 Dossiers wurden meine Anträge zusammengeschlossen zu einem Dossier. Von Propaganda werde ich jetzt angeklagt, Mitgliedschaft in einer bewaffneten terroristischen Organisation.